Ja, servus Leute. Ich bin heute in der Nähe von Konstanz, um genau zu sein, bei der Insel Mainau. Das soll nämlich unser Startpunkt für den eCannonball werden. Und ich treffe mich heute mit zwei Mitarbeitern von der Insel und werde mir mal die Location näher anschauen, ob das für uns geeignet ist. Aber ich gehe fest davon aus, dass es geeignet ist, weil wir haben auch schon uns vorher abgestimmt im Vorfeld und es sieht alles gut aus. Und wir denken, dass wir mit der Insel Mainau auf jeden Fall eine tolle Location für den Startpunkt des eCannonball, ja, aufgetan haben. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen genauer an. Von hier geht's los. Das hier wäre dann praktisch der Platz, der für uns zur Verfügung steht. Leider ist das Wetter heute sehr schlecht. Aber bis zu dem Schild dort drüben, wo auch wieder ein Bus zu sehen ist, das wäre also alles Fläche, wo wir dann auch Zelte aufstellen könnten. Hier wäre also für alles gesorgt. Dort ist dann auch der Mainau-Träf. Den können wir dann mitbenutzen für die Zuschauer. Auch die Toilettenanlagen sind dabei. Hier sieht man auch mal die Übersichtskarte von der Insel Mainau. Und da sind Toiletten, da ist also alles da, was wir brauchen. Da können die Besucher sich also verpflegen und auch die Teilnehmer. Da drüben ist dann der Eingang zur Insel Mainau. So, jetzt fahren wir also auf die Insel Mainau. Und da können dann auch die Besucher und die Teilnehmer können dann auch auf die Insel mal drauf, um sich das anzuschauen, haben also auch alternative Unterhaltungsmöglichkeiten. Es ist für alle gesorgt. Das ist also schon mal eine Riesenhilfe für uns. Gut, und das hier wäre dann die Lokalität. Wir haben also im Außenbereich auch einiges an Fläche. Das können wir also mitbenutzen, natürlich nur, wenn das Wetter schön ist. Und hier geht es dann los. Hier wäre dann auch schon, also hier wäre kein Catering, sondern das käme alles aus der Küche. Und das hier ist jetzt eingedeckt für 60 Personen und deshalb können wir das auch nicht sitzend machen, weil der Raum dann zu klein ist. Das heißt also, hier wird dann, ja, nennt sich glaube ich Flying Buffet oder so, also mehr so Fingerfood-mäßig das Ganze ablaufen. Aber hier kriegen wir dann auch alle gut unter. Und ab und zu muss man auch für eine tolle Location einen kleinen Kompromiss machen. Es ist halt für unsere Personenanzahl ja dann schon knapp. Also wir können es leider nicht bestuhlt nutzen, sondern das wird dann alles im Stehen sein. Ja, das ist dann also unser Startort für den eCannonball, die Insel Mainau nahe Konstanz. Und wie wir finden, eine ganz tolle Location. Wir haben also Möglichkeiten, die Fahrzeuge auf geteerter Fläche auszustellen im Parc Fermé. Da können dann auch Besucher dazukommen, können sich die Fahrzeuge anschauen, können Fragen stellen. Dann haben wir die Besucher und die Teilnehmer auch alle versorgt, weil direkt nebenan ist der Mainau-Treff. Dort gibt es Toiletten, dort gibt es Snacks, dort gibt es Getränke. Das heißt also, für alle Eventualitäten ist gesorgt. Zusätzlich können die Besucher natürlich dann auch noch die Insel Mainau besuchen. Das heißt, die können einen ganz tollen Tagesausflug daraus machen. Und für die Teilnehmer des eCannonball gibt es ein besonderes Goodie. Die können nämlich kostenlos auf die Insel Mainau supergeil und sich die während des Parkvermehrs dann auch mal anschauen. Die müssen ja nicht die ganze Zeit dann bei ihren Fahrzeugen stehen. Einen kleinen Kompromiss müssen wir halt eingehen, was das Buffet angeht. Da sind wir räumlich ein bisschen begrenzt, weil halt die Insel Mainau auch schon gut ausgebucht ist. Dafür haben die uns ein wirklich gutes Angebot gemacht, was jetzt das Buffet angeht, nämlich 20 Euro pro Teilnehmer. Und da kann man sicherlich nicht meckern. Man muss es dann halt im Stehen einnehmen. Aber dafür, dass wir die Insel Mainau als Partner hier mit ins Boot holen und die uns das vorne ermöglichen, dass wir da unsere Fahrzeuge aufstellen und von hier aus auch starten, finde ich, ist es eine super Sache. Ja, lasst uns doch mal wissen, ob ihr das für eine gute Wahl haltet, die Insel Mainau. Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Aber ich hoffe mal, dass es euch so gefällt, wie es uns gefällt. Ansonsten soll es das fürs heutige Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und im besten Fall vielleicht sogar ein Abo. Und das Klappern, was ihr hier übrigens hört, das ist der Regen. Es ist nämlich richtiges Schietwetter, wie man auf Norddeutsch sagt.